einen schönen guten Tag. Es ist Mittwoch. Wir haben 17.23 Uhr und es sind 19 Grad Celsius. Ich bin hier in Dienstlaken mal wieder und wir schauen uns hier mal ein bisschen um. Jetzt werdet ihr euch alle bestimmt gespannt fragen, warum ist Cayman heute in Dienstlaken? Kann ich ganz easy beantworten. Ihr wisst ja, dass mein bester Kumpel in Walsum wohnt. Das habe ich ja schon mal erwähnt. Gehen wir mal auch hier lang. Und der Mann hat heute Geburtstag. Und weil der aber nicht bei sich feiert, sondern bei seiner Freundin, die Dienstlaken wohnt, werde ich da gleich vorbeigehen. Und ich habe noch ein bisschen Zeit im Gepäck. Ich wusste nicht, wie lange brauche ich, um hier hochzukommen. Ist ja manchmal recht verstaut alles. Also habe ich, weil ich jetzt schnell geschafft habe, wo ich natürlich nichts tun kann, geschafft, hier hinzukommen. Und dann könnten wir hier noch ein bisschen uns um Video kümmern. Ich da gleich meinen Besuch tätigen werde. Hier ist die Neutor-Galerie. Mal gucken, ob wir hier reinkommen. Einfach hier lang. Weißt du, als ich das letzte Mal hier in Dienstlaken war, da war in Sachen Stadtläufer eins meiner frühen Stadtläufer-Videos. Und da hatte ich noch so große Probleme mit meiner Technik. Da ging einiges schief. Und dann musste ich damals in meiner Pocket 2, die ich noch hatte, mit den internen Mikrofonen filmen. Am Anfang hatte ich ja immer mit dem Sound, mit dem Audio Probleme. Das hat total lange gedauert, bis ich das in den Griff bekommen habe. Und ich habe mir ja noch locker bei der Aktion meine Ohren gefetzt. Das ist der Preis, den ich dafür bezahlt habe, weil ich zu dämlich war.
aber alles Schnee von gestern. Da war das Wetter auch nicht so gut, erinnere ich mich, alles grau in grau. Heute sieht das Ganze ein bisschen freundlicher aus. Bei Disma. Jetzt ist sogar noch richtig die Sonne rausgekommen. Ich hatte heute noch Glück, dass ich ziemlich früh mein Auto bekommen habe. Meine Tochter war heute auf der Drupa in Düsseldorf. Und das war ja nicht so klar, wann sie da wiederkommt. Aber alles hat geklappt wie am Schnürchen. Und wenn die Sonne rauskommt, dann ist das aber auch richtig warm. Wenn die weg ist, da sind 19 Grad mit dem entsprechend kühlen Wind, stellenweise grenzwertig. Aber sobald die da ist, so wie jetzt, dann wird das aber ruckzuck richtig warm. Wind hin, Wind her. Wir machen jetzt heute hier nicht das längste Video. Aber ich sag immer, besser ein kürzeres als gar keins. Und von nichts kommt auch nichts. Man muss da auch schon hinterher sein. Ja, ob ich den Stadtläufer noch mal irgendwie in Szene setzt, ich weiß es nicht. Der kriegt auf jeden Fall wie von Zauberhand einfach so Abonnenten. Hab da jetzt schon lange nichts mehr hochgeladen. Und lauft da jetzt auf die 500 zu. Das ist natürlich cool, ne? Ich mache nichts und ich kriege Abonnenten. Andererseits, da habe ich auch gar nichts davon. Null. Das ist dann immer die Kehrseite der Medaille. Da ich mir auch überlege, ja, jetzt irgendwo hinfahre. Ich habe ja mit dem Stadtläufer meistens Videos gemacht, wo ich auch so ein bisschen weiter weggefahren bin. Das ganze Spritgeld, die Parkgebühren, die ganze Zeit, wo ich da unterwegs bin, alles für Nöppes. Und hier jetzt schaffe ich jetzt zumindest, je nach Aufrufzahlen, je nachdem, wie lang das Ding läuft, dass ich ein bisschen meine Parkgebühren rauskriege, ein bisschen Spritgeld dazu bekomme. Und das hilft natürlich. Thank you.
Und ich habe dir ja schon öfter gesagt, dass ich jetzt nicht ein rein Essener Kanal bin, was natürlich viel bequemer wäre. Immer quasi sofort vor Ort, mehr oder weniger. Hin und rück wäre überhaupt kein Problem. In den ganzen Stadtteilen kann man auch überall umsonst parken, wenn man weiß wo. Das ist ja auch easy. Das wird vieles vereinfachen. Aber auf der anderen Seite wäre es auch nicht so schön bunt, wie ich es gerne habe. Sondern das wäre dann ja immer das Gleiche irgendwo. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer will schon immer das Gleiche? Also wenn immer das Gleiche irgendwas ist, was nicht verbessert werden kann, was einfach super, super, super ist, dann ist es okay. Da wäre ich fast von dem Fahrrad überfahren worden, weil da jemand nicht gecheckt hat, wo ist denn meine Ampel? So, alles dran. Aber alles gut. Ich hatte da den Griff, hätte man mich sowieso jetzt nicht erwischt und die hatte ja auch. Die ist ja geschlichen, die war ja schon. Konnte man schon gar nicht mehr fahren nennen. Ich muss gleich auch erstmal gucken, wo ich da hin muss. Da habe ich mich noch gar nicht drum gekümmert. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da fahren muss, aber man wird schon hier irgendwo in der Nähe sein, denke ich mir. Ich habe gesagt, ich bin nicht vor 18 Uhr da. Dann werden jetzt noch 25 Minuten. Und nach hinten habe ich ja noch die Zeit. Kann erst um 18.30 Uhr kommen. Egal. Fellermoden. Das meine ich, jetzt ist der Wind weg. Quatsch, der Wind weg. Die Sonne ist weg. Alles wieder zugezogen. Der Wind bläst weiter kühl. Und das ist sofort spürbar kühler. Wo ich gerade dann dachte, oh, meine kleine feine Fließjacke, oh, viel zu warm, wieso hast du die angezogen? Bin ich jetzt wieder froh, dass die da ist. Ich würde zwar jetzt nicht anfangen zu heulen, käme auch irgendwie klar. Aber nice to have, würde meine Tochter sagen. Ja, hier franzt sich jetzt langsam aus. Und
was die Innenstadt hier, die Fußgängerzone betrifft. Können wir nochmal hier oben laufen. So kurz wollen wir dann auch nicht halten. Kann ich hier lang laufen? Bin ich hier mitten auf der Straße? Ich laufe mal hier auf so einen Bürgersteig. Hier sind auch schöne Häuschen. Das hier ist ein Hotel. Hotel am Park. Historisches Dienstladen. Burgtheater. Ja, ziemlich viel Glare. Kommen wir da irgendwie rein? Ein bisschen. Hier ist der Park. Hier ist so eine Art Arena. Amphitheater, deswegen ist es auch abgesperrt, damit man irgendwelche Veranstaltungen machen kann. Wir schauen mal kurz hier vorbei. Hier ist, aber die Mauern abhalten. Ja, gehen immer noch so kleine Gänge hoch, aber das ist überall, aber da hinten war sowas, hier war sowas, wo die Tore sind. Hier steht es ja auch, Burg Dinslaken. Das Jahrhundert, das sind alles irgendwie Sachen. Wie können niederländische Truppen 1627 dann alles niederbrennen? Ich meine, wie brennt man denn eine Burg nieder? Jetzt mal ehrlich. Das ist doch Stein. Wie soll man das denn schaffen? Also ich wüsste gar nicht, wie man das anstellen sollte. Ob man da einfach irgendwie Pech über die Mauern wirft und irgendwelche Wurfmaschinen hantiert oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Warum sollte man sowas tun? Ne? Wäre doch viel schöner gewesen, die hätten zusammen gefeiert. Das Leben. Aber da saß wohl nicht drin. Versteht das nicht. Ich zumindest verstehe das nicht.
Ja, gehen wir einfach mal ruhig hier lang, komm. Sollen wir jetzt da wieder in die Stadt reingehen? Da waren wir ja gerade schon. Gehen wir jetzt hier durch den Park durch. Dann haben wir hier nochmal die Sicht. Ist doch viel schöner. Gerade ich, der immer sagt, nicht immer nur die Fußgängerzonen rauf und runter laufen. Da ist da hier ein schönes Bild, finde ich. Ist das irgendwie so ein undefinierbaren Sound? Ich hoffe, das gibt kein Copyright irgendwas. Laufen wir einfach hier so ein bisschen schräg dran vorbei und ich rede weiter. Ich hoffe, mir fällt auch genug ein, wenn ich reden kann. Naja, ich denke, das ist weit genug weg. Mein Rücken schirmt jetzt ja das Ganze irgendwie ab. Und von daher sollte das gut sein. Wir haben stellenweise richtig schönen blauen Himmel, den wir hier sehen. Und das scheint hier ein beliebter Ort sein, um abzuhängen. Viele Bänke besetzt. Jetzt schlägt die Uhr. Was schlägt sie denn? 17:45 Uhr. Stadtpark. Jetzt hätte ich fast vergessen, hier nochmal die Sicht zu nehmen. Zwar im Pool und alles recht weit weg. Ich zoome, weil ich zoomen kann. So, mit Pool. Schöne blaue Blumen. Oder lila, ich weiß nicht, blau oder lila, das ist für mich als Farbenschwacher immer schwer zu sagen. Sehr nett. Und das erste Mal hat mich hier jemand hingebracht, der im Raum Wesel wohnt. Der hatte einige Vorschläge. Und ich habe damals schon viele Kundenwünsche, ich sage immer Kundenwünsche, Zuschauerwünsche, meine Güte. Okay, man, hallo, wach. Also Wünsche erfüllt, gerne. Und der Mann hieß Ronny Christ. Falls er zuschauen sollte, alles Gute. Das ist ein guter Mann. Und er sagte, komm nach meiner Dienstlage. Und bis dato war ich hier noch nie gewesen. War für mich alles Neuland irgendwie. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Hab mir die Kamera geschnappt. Ich glaube, damals hatte ich noch keine externen Mikrofone. Ich habe mit den internen Mikros gearbeitet. Den selbst gebastelten Windschutz außenrum. Der muss schon länger her sein.
Und die Härte ist, dass dieses Video aus Dienstlaken, das hatte, als ich das letzte Mal geguckt habe, aber es war schon jetzt eine ganze Zeit her, hatte dann über 3000 Aufrufe mittlerweile. Was ich beachtlich finde für meinen kleinen Kanal. Auf jeden Fall ist dieses Video, man glaubt es ja nicht, von jemandem gekapert worden. Der hat sich dann runtergeladen und unter seinem Namen genau das Video, ohne irgendwas daran zu verändern. Man kann er ja auch nicht, er hat ja die Datei nicht, aber der hat da nichts neu, keinen neuen Text reingeschrieben oder irgendwas. Hat dann einfach so genommen und auf seinem Kanal veröffentlicht. Da ist doch die Härte, oder? Wer macht denn sowas? Und warum macht man sowas? Da kann doch jeder mit seinem Handy ein eigenes Video machen. Da ist doch heutzutage gar kein Problem mehr. Und woher ich das weiß, ist, dass YouTube mir das gemeldet hat. Der Algorithmus hat gesagt, okay, man, dein Video ist gekidnappt worden. Da hat jemand eins zu eins dein Video benutzt. Was sollen wir tun? Dann hat er von mir eine Nachricht bekommen. Er soll das in Zukunft sein lassen. Und weil das ganze Ding vielleicht so 8 Aufrufe hatte oder so, habe ich jetzt gedacht, komm, da machst du keinen Fass auf. Da bleibst du mal cool. Ich hätte natürlich auch mit der vollen Härte des YouTube-Gesetzes reagieren können. Aber jetzt mal im Ernst. Bin ich so einer? Nee. Da müsste schon ein anderes Kaliber sein. Sachen gibt's. Ich habe mir heute richtig einen abgebrochenen Parkplatz zu finden und ich hoffe, dass da, wo ich stehe, dann alles okay ist. Das Problem ist, hier sind sehr, sehr viele Parkautomaten, die man bedienen muss. Dazu braucht es aber das entsprechende Kleingeld. Und ich habe nur noch 1 Euro als Münze und noch ein paar Centstücke. Und wenn ich einkaufe, da sind ja immer nur so Kleinigkeiten oder frische Sachen, die ich hole. Den Großeinkauf, den macht immer meine Frau. Also ich hole schon mal Kartoffeln, was weiß denn ich, Gemüse, so ein Kram, ne? Aber da zahle ich alles über eine WC-Karte. Da komme ich kaum zu Geld. Und mittlerweile sind auch sehr, sehr viele Parkhäuser, wo ich bin, zum Glück, so, dass ich da auch eine WC-Karte bezahlen kann, was natürlich ultra cool ist. Und deswegen liebe ich eigentlich auch Parkhäuser. Sehr zum Leidwesen meiner Frau, die immer gerne so im offenen Park, Gott weiß warum. Weil da muss man ja immer im Voraus reinwerfen und ich weiß ja nie, wie lange bin ich denn irgendwo. Und in so einem Parkhaus finde ich immer cool, man kommt und dann hat man eben die und die Zeit verballert und dann zahlt man eben genau das, worüber man dann gestanden hat. Man kann natürlich Pech haben. Ich hatte neulich mal, da ist dann in so einem recht teuren Parkhaus, auch in Düsseldorf, wo dann genau irgendwie die Stunde umgesprungen wurde. Und nee, das war in Duisburg. Bei meinem Samstagslauf bin ich da mal so reingequetscht habe vor dem Trommeliver-Konzert. Da kam ich wieder und da war ich echt wenige Minuten über eine Stunde. Und eine Stunde kostete da, glaube ich, satte 4 Euro. Auch am Samstag, also ist immer rund um die Uhr, ist völlig egal. Da kennen die keine Gnade. Und das war natürlich Pech. Aber was soll's. Da geht die Welt nicht von unter, alles gut.
Die sind sehr freundlich, hier, die Autofahrer, muss ich sagen. Also jetzt schon der dritte Wagen oder so hier auf dem Lauf, der anhält und mich durchgehen lässt. Obwohl, ich hatte jetzt, da war ja kein Zebrastreifen, kein nix. Und trotz alledem durfte ich da durch. Sehr nett. Neulich war ich mit meiner Frau im Flieder unterwegs, da laufen wir so. Und dann will einer ein Audi, so von so einer, von einem Parkplatz rausziehen, wo er stand. Wir waren links auf dem Bürgersteig und er hat da links irgendwo über den Bürgersteig drüber geparkt. Jetzt hat er uns gesehen, wir waren schon nah dran. Er wollte rückwärts da raus. Wir waren die einzigen auf weiter Flur. Also normalerweise, wenn ich jetzt im Auto gesessen hätte, hätte ich gesagt, so winkenderweise geht ihr mal durch. Und dann wäre ich rückwärts rausgezogen. Aber der nicht, der hat uns gesehen. Und dann ist er einfach rückwärts rausgezogen. Wir mussten stehen bleiben. Und dann ist er gefahren. Also das war jetzt nicht schlimm. Natürlich kann ich als Fußgänger und Hund meiner Frau stehen bleiben. Aber hinter uns war ja nichts, ne? Was soll man sagen? Manche sitzen dann eben in so einem Auto. Und haben dadurch das Recht des Stärkeren. Sagen wir mal so. Hier gucken wir jetzt noch mal die neue Torgalerie. Mal ein bisschen besseren Blick organisieren. Da muss er dann nicht so komisch stehen. Das war so eine Angewohnheit von mir. Neutor-Galerie heißt sie ja, ne? Wenn mich nicht alles täuscht, da kommt jetzt wieder mein Zoom. Der Wahnsinn Zoom. Zweifach ins Spiel. Und jetzt spielt mein Gimbal wieder verrückt beim Zurücksetzen. Aber als Vollprofi habe ich das voll im Griff. Und so langsam neigt sich unser kleiner Lauf dem Ende entgegen. Parkplätze sind noch voll hier. Jetzt muss ich einfach mal irgendwo wieder mit dem Schein bezahlen, weil ich ein paar Münzen wieder rausbekomme. So geht das nicht weiter. Und manchmal werden mir auch Münzen geklaut von meiner Frau. Aber ich verballer selber welche. Ich habe neulich wieder jemandem welche in die Hand gedrückt, on the fly, unterwegs. Ja, machen wir hier noch ein paar Meter. Also ich sag, es ist doof um aufzuhören. Hier ist schön um aufzuhören. Ich sag vielen Dank, dass ihr mitgekommen seid. Alle, die heute dabei waren. So, hier ist ein schöner Ort. Alle, die heute dabei waren. Ich sag vielen Dank an alle meine Abonnenten, dass ihr meinen Kanal so toll unterstützt. Finde ich super, super. Klasse von euch. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Glück auf.